Wer seine Investments breit streuen, also diversifizieren will, der setzt gerne auf verschiedene Aktienindizes, zum Beispiel den amerikanischen Dow Jones und den Technologieindex Nasdaq 100 gleichzeitig. Christian Kücker, ist das sinnvoll? Grundsätzlich ist das erstmal ein sehr sinnvolles Vorgehen, denn man muss ja sehen, ein Depot, was man über verschiedene Märkte oder verschiedene Aktien streut, das ist widerstandsfähiger, das hat in der Regel auch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Insofern ist so ein Vorgehen erstmal immer sinnvoll und zu begrüßen. Mit Blick auf den Nasdaq 100 und den Dow Jones ist vielleicht aber doch ein bisschen genauer hinzuschauen, denn da wird es wahrscheinlich so sein, dass viele Anlegerinnen und Anleger denken, dass sie eine bessere Streuung damit erreichen, als das tatsächlich der Fall ist. Und das kann man eben hier sehr, sehr schön an dieser Grafik sehen. Man sieht hier, der Dow Jones hat insgesamt 30 Titel in seinem Universum und der Nasdaq 100, wie der Name es schon sagt, eben um die 100. Und wir sehen eben, es gibt eine Überschneidung von 7 Aktien, die also in beiden Indizes gleichzeitig enthalten sind. 7 hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber diese 7 Aktien stellen ungefähr 35% des Börsenwertes des Dow Jones. Das heißt, in dem Moment, wo ich schon den Dow Jones habe und den Nasdaq 100 kaufe, bekomme ich im Grunde genommen, wenn man so will, nochmal 35% Dow Jones hinzu. Also ich habe nicht nur eine Diversifizierung erreicht, sondern eben auch an dieser großen Schnittmenge auch eine Konzentration leider dann auch vorgenommen. Okay, aber umgekehrt kann man sagen, die 78 anderen hier plus die 23 noch sind aber, bei den 78 sind die 7 mit drin, das sind quasi nur noch 71 und 23, die habe ich aber trotzdem extra. Und normalerweise ist es doch so, dass der Technologieindex bei fallenden Märkten stärker fällt als der Gesamtmarkt und bei steigenden Märkten gerne stärker steigt. Die Volatilität ist oben weiter höher beim Technologieindex. Das ist doch trotzdem etwas, was ich nutzen kann. Absolut, ist auch nichts Falsches daran, das zu tun, diese beiden Indizes zu mischen. Es ist mir letztendlich an dieser Stelle nur wichtig, auch herauszustellen, dass es eben diese Überschneidung gibt, weil ich glaube, dass das vielen in diesem Ausmaß gar nicht bekannt ist. Trotzdem ist es natürlich richtig, was Sie sagen, die Aktien, die dann eben nicht die Schnittmenge darstellen, also beispielsweise hier die 78 im Dow Jones respektive die 23 dann im Dow Jones, die sind natürlich unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Eigenschaften, die zu dem von Ihnen beschriebenen Effekt führen, dass eben die Technologietitel stärker schwanken, höhere Volatilität haben und deswegen vielleicht auch mithin als das risikoreichere Investment gelten. Mhm. Nun haben ja sowohl der Dow Jones Index als auch der S&P 500 den Anspruch, für den Gesamtmarkt zu stehen. Wenn man das jetzt sieht, ist dem wirklich so? Ist das richtig? Ja und nein. Tendenz eher allerdings zu nein, muss man sagen. Weil man sieht es ja auch an der Größe der Flächen, die ungefähr jetzt den Börsenwert dieser Unternehmen, die die Indizes repräsentieren, auch darstellen sollen. Man sieht natürlich, dass die Fläche, die graue Fläche vom S&P 500 auch ein Vierfaches größer ist als die vom Dow Jones. Also man sieht es eben hier, wir haben hier 34 Billionen US-Dollar, die der S&P 500 abbildet und es sind nur 10 Billionen, die der Dow Jones abbildet. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied und damit muss man dann eben auch sagen, gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarkts, auch jenseits dieser Indizes ist es so, dass der S&P 500 etwa 75% des Börsenwertes repräsentiert, während der Dow Jones nur 25% repräsentiert. Also man muss sagen, die tatsächliche Bedeutung vom S&P 500 vielleicht größer als die dem Dow Jones zugeschrieben wird. Für welchen Anlegertyp ist jetzt welcher Index richtig? Ja, also da kann man vielleicht gar kein pauschales Urteil erlauben, denn es gibt natürlich auch noch Unterschiede, wie man sieht. Ja, also wenn man den Nasdaq 100 kauft, dann habe ich natürlich auch noch mal 23 Aktien dabei, die auch nicht im S&P 500 enthalten sind. Das muss man natürlich sagen. Allerdings, man sieht es an dieser kleinen Fläche, das ist nur etwa 1 Billion. Das heißt, der Zugewinn vom S&P 500 zum Nasdaq, das ist dann letztendlich relativ klein, muss man sagen. Wenn ich den Markt, den amerikanischen Aktienmarkt in seiner Gesamtheit erfassen möchte, dann ist natürlich, das kann man hier, glaube ich, sehr gut erkennen, der S&P 500 das geeignete Instrument, muss man sagen, ein sehr liquides Instrument, ein sehr breit verbreitetes Instrument. Wenn ich allerdings einen Schwerpunkt setzen möchte auf den Nasdaq, auf die Technologiewerte, wie man so schön sagt, dann kann ich natürlich auch nur die Nasdaq kaufen oder auch die Nasdaq vielleicht noch zusätzlich kaufen. Dann habe ich aber keine Diversifizierung erreicht, sondern eine Spezifizierung auf den Tech-Sektor. Wie sollten Anlegerinnen und Anleger diese Erkenntnisse nutzen? Ja, sie sollten das im Grunde sich erstmal bewusst machen, dass viel nicht immer viel hilft. Ja, also zu sagen, ich kaufe hier alle drei amerikanischen Indizes, jetzt bin ich breit in Amerika aufgestellt. Ich glaube, das haben wir hier mit festgehalten. Das funktioniert nicht. Das ist also anders als in Deutschland, wo ich sage, ich kaufe den DAX
und den MDAX und den TecDAX, dann habe ich viele deutsche Unternehmen abgebildet. Das funktioniert bei den amerikanischen Indizes nicht. Ich glaube, wer sich breit aufstellen möchte, der sollte den S&P 500 nehmen. Und wer sich eher spezifisch und vielleicht auch etwas risikoaffiner bewegen möchte, der kann das mit dem Nasdaq 100 sehr gut machen. Wir können die Frage auch noch ein bisschen erweitern, und zwar in Richtung Zertifikate. Alle diese Indizes gibt es ja auch als Basiswerte für verschiedenste Arten von Zertifikate. Was bedeutet also dieses Wissen über die Struktur der Indizes für die Zertifikateauswahl? Ja, sehr schöne Frage. Man kann letztendlich erkennen, dass die Beschaffenheit der Produkte, insbesondere der Anlageprodukte, jetzt nicht völlig unterschiedlich sein kann, weil natürlich auch die Grundgesamtheit der Indizes, der Titel, auf die sich die Indizes beziehen, auch eine große Verwandtschaft hat. Das heißt, Konditionen zum Beispiel von Discount-Zertifikaten, die können nicht völlig auseinander dividieren. Aber man sieht eben schon, durch eben auch diese 23 Titel beispielsweise, durch die anderen, ich sag mal auch andere Gewichtung und die Konzentration im Nasdaq, ist es schon so, dass der Nasdaq 100 der risikoreichere, sprich volatilere Index ist, sodass man eben auch hier attraktivere, rein numerisch gesprochen, attraktivere Konditionen beispielsweise bei Discount-Zertifikaten erwarten kann. Also um das mal vielleicht auch in Zahlen zu kleiden, wenn ich ein Discount-Zertifikat nehme, bei dem ich einen Risikopuffer von 30% habe, dann bekomme ich auf Jahressicht beim S&P 500, ich sag mal, 9% PA-Rendite, während ich beim Nasdaq 100 zum Beispiel 10% Rendite bekomme. Das heißt, dieses größere Risiko wird auch in einer etwas größeren Chance beim Nasdaq 100 dann auch zum Ausdruck gebracht. Aber der Unterschied ist spürbar, aber eben nicht gigantisch groß. Ja, manchmal ist es doch interessant, ein bisschen hinter die Details zu schauen, wie wir es hier gemacht haben. Also ich muss zugeben, ich habe es vorher so nicht gewusst. Christian Kücker, vielen Dank für das Gespräch, und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.